Süßlinge. Welcome back to my channel. ASMR Emotions Ina. Na? Ich wollte euch einfach mal ein paar Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe bzw. bestellt habe. Das ist eine unbezahlte Werbung. Alles selbst gekauft und ausgesucht. Ich habe mich quasi influenzen lassen von der lieben Mara. Die hatte neulich mal ein Video von Teddy. Da war dieser geile Stift-Kugelschreiber drin. Und als ich den Kugelschreiber sah bei ihr, wusste ich sofort, dass ich den auch haben muss, weil erstens sieht der so gut aus und zweitens ist der perfekt für ASMR-Videos, finde ich. Der hat 1,26 oder 1,29, glaube ich, gekostet. Gibt es auch in anderen Farben. Aber guckt mal, der matcht heute schön mit meinem Oberteil. Ich mag ja sowieso sehr, sehr gerne so ausgefallene Kugelschreiber. Ich habe ja als Kind auch Kugelschreiber und Postkarten gesammelt. Leider hat meine Mama die bei einem Umzug, da war ich dann schon erwachsen und habe in Berlin gelebt, leider hat sie die dann weggeschmissen. Ich bin heute immer noch ein bisschen traurig, aber ja, man kann es nicht ändern, ne? Ich hatte da auch noch so ganz, ganz viele Postkarten aus der DDR. Da gab es nämlich früher auch immer so schöne Tierpostkarten. Schöner Zauber Kugelschreiber. Ich sende dir jetzt ganz viel positive Energie. Schuh.
Und da ich gerade Mara erwähnt habe, ASMR Mara, sie hatte in einem meiner letzten Videos geschrieben, da hatte ich so gefragt, welches eure Lieblings Schokoladensorten von Milka sind. Und da hatte sie unter anderem geschrieben Milka Joghurt. Und ich habe die noch nie probiert. Ich hatte die aber da, weil ich vor kurzem mal ganz preisgünstig Milka Schokoladen kaufen konnte. Ich glaube für 66 Cent oder so. Und ich habe immer gerne ein bisschen was auf Vorrat, dass man was hat, wenn jemand kommt oder jemand Geburtstag hat oder so. Und da hatte ich diese Sorte auch bei. Und ich habe die mal probiert. Und was soll ich sagen? Das ist das Resultat. Die ist ja sowas von lecker. Die ist so, so, so lecker. Die zerschmilzt auf der Zunge. So finde ich, also so müssen auch Schokoladen sein. Ich liebe das, wenn die so ein bisschen weich sind und auf der Zunge zerschmelzen. Und auch mit der Joghurtfüllung, oh, perfekt. Wird definitiv auch einer meiner Lieblingssorten von nun an sein. Von Milka. Ich hatte ja gesagt, ich mag sehr gerne die Kuhflecken oder Noisette oder die einfache Alpenmilchschokolade, Vollmilch oder die mit Smarties oder Daimen. Aber die gehört jetzt definitiv dazu. Die ist so, so lecker. Dann habe ich bei Teddy noch diesen Igelball geholt. Da ist auch irgendwas drin, ne? Der ist immer perfekt für mich, wenn ich zum Arzt muss oder Auto fahre, mitfahre. Der wird definitiv nächste Woche mein Begleiter sein. Weil dann muss ich wieder in die Stadt rein, nach Berlin, zur Ärztin. Und da wird der definitiv dabei sein. Und ich schäme mich dafür auch nicht. Also ich brauche den auch. Auch wenn ich bei der Ärztin bin, habe ich den dann. Und bewegt den. Weil ich ja so eine Panik und Angst habe. Und dann nehme ich den dann mit. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ob das... Ah, dachte ich mir doch fast. Das dachte ich mir doch fast. So einen habe ich nämlich schon mal gehabt. Ist auch so ein kleiner Zauberball. Der wird auch gut im Dunkeln.
gehen, werde ich mal noch mal ein Video machen, wo es vielleicht noch dunkler ist. Und obwohl ich die Jalousien runter habe, ist es trotzdem noch relativ hell bei mir. Weil einige haben ja immer gesagt, dass meine Videos zu hell sind. Ja. Ja, jetzt habe ich die Jalousien noch runter, aber so viel dunkler ist es gar nicht, ne? Okay, und dann habe ich noch was ganz, ganz Süßes mir bestellt, weil sowas habe ich noch nie gesehen hier. Tada! Hallo? Hallo? Ist das nicht süß? Oh mein Gott. Das ist natürlich ein Meerschweinchen. Und das ist so weich. Und so kuschelig. So ein schönes Samt. Und so weich. Ja, ich bin jetzt wieder in dem Alter, wo man sich auch wieder Kuscheltiere kauft. Eigentlich hat das nie aufgehört. Das ist doch süß, oder? Das kann man halt als Kuschelkissen nehmen. Ich wollte das unbedingt haben. Und jetzt habe ich es und es ist noch viel, viel schöner als erwartet. Das ist so, 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 so kuschelig. Ja, schaut mal. Das musste ich haben. Und das ist so weich und ja, und sowas bekommt man hier einfach nicht. Man bekommt es vielleicht so mit Katzen oder Koalabären. Oder Äffchen, Hunde, aber Meerschweinchen. Ja, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Das ist süß, ne? Ja. Und dann wollte ich euch noch ein paar Postkarten zeigen, die ich mir auch gekauft habe. So viele schöne Motive. Schaut mal, wartet mal. Ich habe mir gestern die Fingernägel geschnitten. Schaut mal, das sind so schöne Landschaftsmotive. Ich liebe ja Postkarten. Aber momentan, macht die Post halt alles, dass man irgendwie die Freude am Postkartenschreiben fast verlernt. Mitunter brauchen Karten 3 bis 4 Wochen und das finde ich echt scheiße. Nicht alle Postkarten, also es kann passieren, dass du 3 Karten oder 5 Karten zur selben Zeit am gleichen Briefkasten einsteckst und sind auch also keine besonderen Karten, ganz normale Postkarten und 3 davon kommen pünktlich an, also so in 1-2 Tagen und die anderen brauchen 3 bis 4 Wochen und das finde ich echt schade und finde ich auch nicht gut. Auch unter den Aspekt, dass die Post nächstes Jahr die Portopreise eher wieder erhöhen möchte.
klar, es fehlt auch Personal und so weiter. Und es gibt auch Krankenstände, aber ich möchte mich daran nicht gewöhnen müssen, dass Postkarten innerhalb von Deutschland teilweise nur 100 Kilometer weit, 120 Kilometer oder so, 3 bis 4 Wochen dauern. Also nein. Achso, Weihnachtskarten natürlich, ne? Was meint ihr, wie schnell die Zeit jetzt vergehen wird? Schwuppdiwupp ist Weihnachten und Silvester. Dabei war es gerade irgendwie gefühlt erst März oder so, ne? Oder Ostern. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Das sind alles... Ach hier, die waren auch süß. Und die Mäusen, das sind so ein bisschen so Herbstmotive. Sind auch voll süß. Richtig niedlich. Die auch, oder? Das sind so Weihnachtsmotive. Hiervon habe ich auch schon einige verschickt, mit den Mädchen, mit den Frauen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Würde ich mir sogar auch in einen Bilderrahmen machen. Jedenfalls habe ich in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viele Postkarten gekauft. Und es werden bestimmt die Tage auch wieder einige auf Reisen gehen. Aber erst wenn ich, denke ich mir, meinen Arzttermin hinter mir habe. Schaut mal, sind die schön, oder? Und die hier auch. Die sind so, so, so süß. Die sind so, so süß. Ich liebe Katzen. Wir mussten ja unsere Katze im April gehen lassen und ich sag euch, es ist so hart, ich weine immer noch sehr oft. Sie fehlt so sehr, unsere Mausi. Also es war unsere Familienkatze, ne, bei meinen Eltern. Sie hatte ein schönes, langes Leben. Naja, lang, mit 14 geschätzt. Sie war geschätzt 14. Hatten wir vom Tierheim und leider hat sie dann Knochenkrebs bekommen und ja. Aber sie war so tapfer und wollte leben und ja. War dann später sehr eingeschränkt und kam nicht mehr überall hoch, hat sich dann aber schön hochheben lassen und war so tapfer und lieb. Aber dann der Knochenkrebs, der ist so, so, so schnell gewachsen und ja, ist dann auch durch die Haut aufgebrochen und dann war es leider Zeit, sie gehen zu lassen. Und es ist so, so, so schwer. Oh, sie fehlt so unendlich. Und ich weine jetzt immer noch um
Ich kann da Menschen immer nicht verstehen, die sagen, ach ja, ist ja nur ein Tier. Das ist nicht nur ein Tier, das ist ein Familienmitglied. Schön, ne? Sind die Karten. Und ich würde gerne wieder eine Katze haben, aber ich habe so Angst davor, dass sie dann auch wieder krank wird oder eben halt auch altersschwach denn und stirbt und der Schmerz. Ich weiß nicht. Ich habe ja dieses Jahr auch 2 Tiere gehen lassen müssen. Meerschweinchen. Und der Schmerz, der ist immer so, so stark. Schaut mal hier. Früher waren die orangenen Katzen meine Lieblingskatzen. Mittlerweile finde ich aber wirklich alle schön. Schaut mal, wie hübsch. Ja. Okay, meine Cuties, meine Süßlinge. Das war's von mir. Und schaut mal, ich habe natürlich noch mehr schöne Postkarten. Ich habe richtig, richtig viele mir bestellt und gekauft. Also ich habe jetzt bestimmt 100 Postkarten. Aber ich liebe die einfach so. Schaut mal. Video gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim einen meiner nächsten Videos, wenn es denn wieder heißt Welcome back to my channel ASMR Emotions Ina. Ciao, ciao.